Wenn man sich den ganzen Tag so wie ich mit Häusern und Innenarchitektur beschäftigt, dann braucht man auch wieder neuen Raum für Kreativität. Und den bekomme ich draußen. Also wenn ich wieder eine neue Perspektive habe, mich an der frischen Luft bewege und Sport mache, dann ist wieder Platz da für neue Ideen. Das Badezimmer ist für mich ein wichtiger Ort, um zu entspannen. Der Tag ist oft stressig, auf der Baustelle ist es laut und dreckig, dann sitzt man oft auch noch lange mit den Kollegen und diskutiert die Pläne durch und da ist es einfach schön, wenn man nach Hause kommt, ein Bad nehmen kann, um runterzukommen. Ich liebe mein Ankleidezimmer, weil dort ist Ordnung, es ist klar strukturiert und abgegrenzt vom Schlafzimmer. Es ist mir auch wichtig, lüften zu können. Das ist im Hotel meistens auch nicht möglich, dieses Querlüften. Man hat nur ein Fenster. Zu Hause habe ich zwar auch einen separaten Arbeitsraum, in den ich mich zurückziehen kann, wenn ich absolute Ruhe brauche. Aber ich liebe es, auch im offenen Wohn-Essbereich zu sitzen. Dort habe ich die Perspektive nach draußen, da habe ich noch mehr Freiraum. Und so bin ich flexibel. Ich kann mir jederzeit nach Lust und Laune aussuchen, wo ich arbeiten möchte, wann ich arbeiten möchte. Und das ist auch nur zu Hause möglich. Mein Beruf ist auf der einen Seite sehr kreativ. Das ist der erste Part. Aber dann geht es natürlich auch um die Umsetzung der ganzen Ideen. Und da ist es wichtig, die richtigen Materialien zu finden, ideale Möbel und Stoffe in der Kombination, denn diese Dinge passen dann zum Charakter des Hauses, wo es gebaut wird und wenn die hochwertigen Materialien dann zusammenkommen, dann entsteht meistens auch ein stimmiges Konzept. Die Küche ist für mich wirklich das Herz des Hauses. Das war auch schon in der Kindheit so, weil es dort immer eine warme Ausstrahlung hat durch den Herd, durch das Essen, was dort zubereitet wird. Und es ist sehr kommunikativ und das schätze ich an der Küche. Natürlich heute hat man ganz andere Möglichkeiten, Küchen zu planen. Es ist meist mehr Freiraum da. Die Küche ist das Zentrum, es ist der Begegnungsort. Ja, mein Zuhause ist wirklich wie eine zweite Haut für mich, weil ich mich hier einfach wohlfühlen kann. Hier kann ich ich sein und ich bin beschützt. Pro Haus. Individuell, modern, wertvoll.